Boing. Ich könnte mal wieder abspeichern. Nach einer Zeit kriege ich immer so einen Drang auch zum Speichern. Das ist unglaublich. Muss speichern, muss speichern. Gothic trimmt doch einen so extrem. Zu speichern. Weil hier gibt es ja keine Save Points oder Kontrollpunkte. Wer tot ist, ist tot. Hey Diego. Für Gomez. Jo, für Gomez. Schwere Schattenrüstung. 1200. Habe ich überhaupt so viel Erz? Besorge dir das Erz. Dann bekommst du die Rüstung. Anscheinend nicht. Das können wir gleich machen. Mach's gut. Ach, ich habe nur 700. Okay. Warte, ich wollte noch das hier trinken. Essenz des Geistes. Bonus für maximales Mana. 5. Da ich ja sowieso Magier werden will, ist das ja perfekt für mich. Nur muss mal das restliche Erz. Das haben wir gesagt. 1200 brauchen wir. Ich habe fast 800. Also 400. Ja, ein bisschen mehr halt. Nehmen wir uns 500 raus aus der Kiste. Ich glaube, da sind ja fast 1000 drin. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Deswegen sammle ich auch das ganze Erz eben wie für diese Rüstungen. Weil ich glaube, letztens jemand gefragt hat, warum ich mir irgendwo... Genau, warum ich zur freien Mine gegangen bin. Wegen den Schürferklamotten, weil ich mir dann 100 Erz spare, damit ich in die Dinge reinkomme. In die Schürferbar, keine Ahnung, Taverne. Ah ja, doch. Ist ein bisschen zu viel rausgenommen. Aber passt schon. So. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen Fleisch braten, wenn ich gerade hier bin. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht alles braten. Das dauert, glaube ich, sonst zu lang. Brat, 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 brat. Wie viel habe ich noch? Eben noch, ich habe immer noch mehr rohes als gebratenes Fleisch, okay. Ja. Kann schon sein. Gut, gut. Ich finde schön, dass Mutt mich jetzt nicht mehr anspricht. Das ist eigentlich ganz angenehm. Hey Diego. Für Gomez. Ja, ja, für Gomez. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Natürlich. Mach's gut. So. Zack, 30,5,15 und 40,5,20. Und außerdem gefällt mir die wesentlich besser. Schaut nämlich schicker aus, meines Erachtens. So. Jetzt rüber zum Sumpflager. Ich weiß, hier geht's eigentlich nicht zum Sumpflager, aber hier gibt's noch ein paar Viecher, die ich killen will. Deswegen gehe ich diesmal so rum. Naja, zwei. Die haben eigentlich auch noch die Bewandtnis, aber das habe ich gar nicht gemacht. Hängt ein bisschen mit Bloodwind zusammen. So. Hä? Real, real, real. Hä, waren das nicht vier? Ne? Wohl eigentlich sollte ich fast einen in der Stufe 2 lernen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ja, das mache ich später. Auf dem Rückweg vom Sumpflager. Papa! Totes Papa! Gut, drüben müssen jetzt ein paar Warane sein. Ah ja, die Scavenger, genau. Und da sind die Warane. Zocken wir jetzt erstmal die Viecher. Die gehen schneller. Papa! Höh! Waran. Komm her. Alter, 5 Warane? Das wird lustig. Na? Komm her, du schaust mich doch schon so an. Du willst es doch auch. Ja, Moment, das ist lustig. Nein! Fuck. Scheiße, 2 ist gefährlich. Weil ich greife immer nur den, den ich anvisiere. Sprich,
wenn ich den anderen nicht anvisiere, also wenn beide angreifen, habe ich ein Problem. Ich speichere mal kurz ab. Ich habe nämlich auch so ein bisschen Schiss. Obwohl, eigentlich müsste ich es überleben. Das heißt, wenn sie mich ein paar Mal angreifen. Trotzdem, sicher, sicher. Hey, you. Das berührt mich einfach. Ist bloß ein bisschen weiter weg. Nein, scheiße. Pullen. Eins. Zwei. Jetzt komm her. Der war knapp. Ich bin immer so leicht angespannt. So. Einer noch. Komm angerannt. Ich lass ihn lieber kommen. Ohne Schaden zu bekommen. Unglaublich. Gut. Ja, ich weiß, ich will meinen Speicher warnen. Aber Gothic konditioniert einen so extrem darauf. Vor allem am Anfang, wenn man sich ja noch nicht so gut auskennt. So, dann können wir die Lurker eigentlich auch gleich mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Na du? Wie geht's? Die sind ein bisschen heftiger, wie man sieht. Aber wären sie irgendwie nicht so. Auf die andere Seite gehe ich jetzt nicht, weil wir müssen später sowieso mal dahin. Bin ich jetzt echt durch den Wald? Durch den Wald auch noch. Vielleicht doch... Ich weiß nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Vor allem, das sind Orkhunde drin in dem Wald. Die sind dann... Den möchte ich eigentlich noch nicht begegnen. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Snapper sind auch noch. Das sind nur Wölfe. Das geht ja noch. Ah, Moment. Wölfe. Wölfe war böse. Obwohl, das kann ich mal austesten, ob die zusammen angreifen. In Gothic 2 tun sie das. Ja, Die greifen zusammen, Mann. Da ist nichts mit Pullen. Entweder alle oder einer. Entweder keiner oder alle. Nee. Alle für einen. Und alle für mich. Es lief doch eigentlich ganz gut. Deine angegriffen? Mir fehlt ein Lebenspunkt. Wie ist das entstanden? Jetzt gehe ich doch den Wald. Ich bin so... Okay. Ich werde langsam lebensmüde. Oder einfach bloß übermütig. Sagen wir so, mit... die Waffe hier ist mal am Anfang schon ziemlich mächtig. Und ich habe ja hauptsächlich bloß auf Stärke geskillt. Na, kommst du her. Da kann man das auch machen. So. Hä? Wollte eigentlich die Blutpflege? Hä? Habe ich es jetzt? Doch, habe ich. Habe ich den eigentlich? Ja, habe ich. So, jetzt muss ich bloß aufpassen. Halt. Ah ne, das sind Scavenger. Ich dachte gerade, das sind Snapper. Boah. Das im Augenblick sah es gerade so ähnlich aus. Ah, da drüben sind die Blutfliegen da drüben. Ah, genau, da sind dann auch die Orkhunde. So, warte. So. Jetzt ist irgendwie richtig langweilig geworden so vom Kämpfen her. Keine Sorge, es wird später wieder spannender. Spätestens bei unseren ersten Orks. Ich weiß noch, beim ersten Org, als ich geblickt habe, dass ich wirklich mal gegen Org kämpfen muss.
Das war heftig. Dachte mir, scheiße, es kann doch noch nicht so weit sein. Ich bin doch noch so klein. Für Wölfe sind das zwei, oder? Ne, da hinten ist nochmal einer. Oh, da links sieht man schon Orkhund so leicht. Das Problem ist, die sind genauso wie Wölfe. Bloß stärker. Also, ich meine, die haben auch dieses Rudelverhalten. Nein, da ist noch einer. Nein, da ist noch einer. Deswegen hasse ich Wölfe. Der hat keinen Bock mehr, oder wie? Ich geb dir gleich. Aber zum Glück habe ich eine gute Rüstung. Boah. Das Problem, wenn man die Wölfe halt nicht sieht, die kommen von überall. Von überall. So, jetzt habe ich aber alle. Oder habe ich den schon? Nein, nicht die Waldbeere. Den Wolf. Gut, habe ich auch. So, jetzt muss ich aber auf jeden Fall speichern. Na, Scavenger. Hi. So. Gehen wir mal hier lang, weil hier sind wir gleich wieder auf dem alten Weg, den wir schon kennen. So, die Varane habe ich hier letztes Mal leben lassen, gell? Dann ändern wir das jetzt mal kurz. Naja. Wie sind denn das eigentlich? Zwei, das geht ja noch. Na, scheiße, der war knapp. Nein, scheiße. Das ist natürlich auch eine Taktik, den so nah rankommen lassen, dass man treffen kann. Hat natürlich die Gefahr, dass man selber getroffen wird. Also birgt natürlich die Gefahr. Hat die Gefahr. Nein, nein, nein. Uah. Gott sei Dank gegen den Baum gesprungen. Das kann auch genauso gut schief gehen, da jetzt runter zu springen, weil es ziemlich steil ist. Wow, wir gehen mal wieder zum Sumpflager. Unglaublich. Moment, wie genau war der Auftrag nochmal? Egal. Ach nee, stimmt. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wie es abläuft. Genau. Wir sollen bloß zum Sumpflager gehen, das ist der Auftrag, und da was über die große Anrufung herausfinden, aber wir werden gleich, ja, ihr seht es gleich. Moment. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Ach, verdammt. Zeig mir den Weg. Nee, wollte ich gar nicht. So. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, ja. Kapitel 2, das Nest der Minecrawler. Aha. Zum feierlichen Anlass zu Kapitel 2 werde ich speichern. Sprich, Kapitel 2 erstes Mal speichern. Aha. Genau. Wir haben jetzt einen Kapitelwechsel. Kapitelwechsel heißt, sämtliche, das ist vielleicht nicht, ich glaube nicht überall, aber beim Großteil der Monstergruppen bekommen einen Respawn. Meistens halt ein weiterer. Also sprich, dort, wo wir eventuell schon abgegrast haben, steht vielleicht mal so ein einzelner Scavenger rum. Oder ein einzelner Mole Rat.
Natürlich bei Gruppen, die schon bestehen, die werden halt dann dementsprechend größer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wölfe da drüben nicht getötet hätte, die fünf, wäre jetzt ein sechster da. Jetzt ist halt da ein einzeln noch einer da. Ja. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ja, mach ich nicht. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. So, darf ich jetzt weiterreden? Danke. Bei Kapitelwechsel kriegen auch die Händler wieder neue Waren und Erz und bla, genau. Da kann man sich dann auch wieder bedienen. Vor allem neue Waren heißt demnach neue Waffen, sprich bessere Waffen. Und da kann man wieder einkaufen gehen. Das ist empfehlenswert. So, Iberion. Nein, nicht Chani, oder wie sie heißt, sondern Iberion.